Was geht ab, Freunde? Erne von Feel FIFA hier und herzlich willkommen zu unserer ersten We vs. You Folge in FIFA 13. Ja, meine Lieben, viele von euch haben sich die Serie gewünscht, hier ist sie endlich. Und zu Beginn werde ich erstmal erklären, was dieser Modus überhaupt ist und was ihr so gewinnen könnt. Also, in diesem Modus geht es darum, dass ihr die Chance habt, gegen uns um 5000 Coins zu spielen, und wenn ihr verliert, müsst ihr natürlich nichts zahlen oder sowas, also ihr könnt nur gewinnen. Die Teilnahmebedingungen sind, dass ihr dieses Video, was gerade läuft, einmal kommentiert, dazu das Video noch liked und ihr müsst uns abonniert haben. Damit qualifiziert ihr euch automatisch für die nächste Folge und nach 3 bis 4 Tagen werden wir den Gewinner in dem Titel, in dem Video und in der Beschreibung bekannt geben, der dann die Chance hat, gegen uns zu spielen. Unser erster glücklicher Gewinner ist, wie wir hier sehen, Primetime X. Sein Team heißt Dope Bananas, er hat ein gutes Team, Dreiersturm mit Fernando Torres, Ben Arfa und Maluda. Im zentralen Mittelfeld Kagawa, rechts Milner, links Carrick, Abwehr sah auch stabil aus und wir hoffen jetzt hier auf eine gute Partie. Los geht's mit dem Spiel hier, viel FIFA gegen Primetime X. Der Gegner mit der ersten Chance, André Santos, Lequer, Fernando Torres, Volley an die Latte, was ein Lattenkracher, das wäre ein Tor geworden immer. Maluda zieht an uns vorbei, bringt die Flanke, Fernando Torres kommt nicht zum Flugaufball, dafür Ben Arfa am Ball, Chop an uns vorbei, schießt drauf, der Keeper mit einem Reflex, gute Parade. Wallison, vernascht den Gegner, klasse, schickt Kelvin in den Lauf, Kelvin im 1 gegen 1, Chop nach innen, schießt drauf, der Keeper ohne Reflex, das wäre auch ein gutes Tor geworden. Jetzt hier, Coutinho, Übersteiger, Scoop-Turn, leitet weiter auf Boateng, der wieder zurück auf Coutinho, Coutinho sieht oben Kelvin, Kelvin mit dem Rabona-Fake, Übersteiger, passt wieder zurück auf Wallison, direkter Scoop-Turn, schießt drauf, abgeblockt, Robinho mit dem Tor, 1:0 hier in der 17. Minute, Robinho nuckelt an seinem Daumen, darauf dann der Gegner über Fernando Torres, der zieht an uns vorbei, zieht hier nach innen, schießt mit links drauf, der Keeper wehrt den Ball gegen den Pfosten ab, Glanzparade vom Keeper hier, El Shaarawy bleibt stehen, leitet weiter auf Robinho, Übersteiger, der packt jetzt seine Skills aus, Rabona-Fake, Übersteiger, geht nach links, zieht den Ball zurück, vernascht hier David Luiz, Rabona-Fake, Dragback-Fake, wieder Rabona-Fake, Chop, noch ein Chop am Gegner vorbei, Rabona-Fake, der spielt den Gegner einfach schwindelig hier, zieht mit dem Chop nach innen, schießt drauf und der Ball ist drin, 2:0 in der 37. Minute durch Robinho, sein zweites Tor, der macht heute ein grandioses Spiel, dieser Junge, Ben Arfa zieht hier nach innen, mit dem Chop an uns vorbei, zieht die Linie entlang, bringt die Flanke, die wird abgefälscht, knappes Ding. Halbzeitstand 0:2, hier nochmal die Statistik für euch. Nun ist die Zeit gekommen, um den Beast-Modus zu aktivieren. Wir starten in die zweite Halbzeit. Give me some color, baby. So will ich es sehen. Jetzt Ben Arfa am Ball. Leitet weiter auf Maruda. Die Abseitsfalle scheitert. Carrick am Ball. Leitet weiter auf Ben Arfa. Der schießt drauf. Der Ball muss drin sein. Und der Ball geht vorbei. Neymar. Turn the music on. Abate leitet weiter auf Boateng. Übersteiger. Chop nach innen. Was ein Hakenpass zu Robinho. Drag back fade. Kommt ein Gegner vorbei. Chop. Zieht mit dem Agility-Spin nach innen, schießt drauf und der Ball ist drin. 3:0 in der 58. Minute. Hier nochmal Wiederholung. Zieht er die ganze Abwehr ab und der Ball ist drin. Hier sehen wir Kelvin. Schöner Hokuspokus, Rabona-Fake. Scoop-Turn vom Geier am Gegner. Der blamiert den förmig hier. Roulette. Zieht wieder nach innen. Schießt drauf und der Ball ist drin. 4:0 in der 64. Minute durch Kekke Kelvin. Dann der Gegner wieder mit einer Chance. Der Ball kommt auf Fernando Torres. Der mogelt sich hier irgendwie durch. Schießt drauf und der Keeper mit einer Glanzparade. Der zweite Spieler war im Abseits. El Shaarawy spielt weiter auf Robinho. Scoop-Turn. Roulette vorbei am Mann. Der Junge macht dort einfach ein grandioses Spiel. Zieht am nächsten vorbei. Berberspin. Robinho. Rabona Fake zieht nach innen und der Ball ist drin. Was ein Golasso hier von Robinho. Sehen wir nochmal die Wiederholung. Super gemacht von Robinho. Jetzt der Gegner wieder mit einer Chance über Ben Arfa. Der sprintet, schießt drauf, der Keeper greift über. Was eine Glanzparade vom Keeper. Ecke, Michael Carrick. Die können wir abfangen und zum direkten Konter einleiten. Robinho mit dem Elastico-Job. Sprintet weiter, oben kommt El Shaarawy. Robinho sieht das, schickt ihn in den Lauf. El Shaarawy leitet direkt weiter auf Boateng.
Der mit den Übersteigern bleibt stehen. Vernascht den Gegner hier mit den Skills. Spielt weiter per Hakenpass auf Kelvin. Der zieht den Ball zurück. Kommt der Gegner vorbei mit dem Job und der Ball ist drin. Was ein Tor von Kelvin. Grandios gemacht von diesem Jungen. Einfach grandios. Der Gegner wieder mit einer Chance. Malu da. Wunderbarer Hakenpass auf Torres. Der setzt sich durch. Bringt die Flanke auf Milner. Direkter Volley der Keeper mit einer Parade. So, da ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen die Partie mit 6:0. War ein skillreiches Spiel mit vielen geilen, hammergeilen Toren, sage ich nur. Robinho verdient Spieler des Tages mit seinem Hattrick. Der war ganz klar der beste Mann auf dem Platz. So, Freunde, wenn ihr auch so ein geiles Spiel gegen uns erleben wollt, müsst ihr dieses Video einmal kommentieren, dazu das Video liken und ihr müsst uns abonniert haben. Damit qualifiziert ihr euch automatisch für die nächste Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein gutes Feedback da. Bis dann, Freunde. Ciao.